Weiter geht's. Nächste Folge. Oxygen not included. Nochmal live auf Twitch. Ja, ich bin jetzt immer noch, also ich habe in der Pause jetzt nichts Spezielles in irgendwelchen Einstellungen gefunden, wo ich sagen könnte, das ist es, daran liegt. Deswegen muss ich mich jetzt leider Gottes überraschen lassen, was denn jetzt noch passieren kann hier. Ob noch was passiert. Oder ob ich das wirklich ein bisschen in den Griff bekomme, dass es doch kein Bug war, sondern wirklich nur unglückliche Zustände. Oder Umstände, eventuell auch. Ah, ist schon wieder ein Gräber. Ich wollte einen, der bauen. Der kann bauen, ist ein Schnarcher, macht nichts. Aber wenn, dann will ich aber bauen und graben. Soll ich überhaupt noch einen nehmen? Ne, ich nehme mal erstmal keinen mehr. Ich nehme den Dünger, den kann ich auf jeden Fall gebrauchen. So, hier immer mal wieder auffischen. Damit es nicht zu viel Wasser wird. Wie schaut es denn hier aus, Kollege? 12 Zyklen dauerst du noch, bis du wieder anspringst. Okay. Der läuft noch 15 Zyklen. Der in 14 Zyklen geht er endlich an. Ist noch ein bisschen. Ja, weil hier geht langsam das verschmutzte Wasser aus. Aber, ist ja nicht so, dass wir keins hätten. Hier unten habe ich ja noch genügend. Und vor allem hier sollte ich mich vielleicht auch mal drum kümmern, dass das verschmutzte Wasser rauskommt. Ich könnte es ganz billig einfach hier reinpumpen. Und dann ist ja hier die Pumpe, die leitet das ja weiter. Ich glaube, das mache ich auch einfach so ganz billig. Wir machen hier eine kleine Pumpe rein. So eine Mini-Flüssigkeitspumpe. Das ist das Problem, die kommen dann hier nicht hin. Weil ich möchte nämlich hier hin. Da kommen die jetzt nicht hin. Vor allem da kommen die nicht hin. Da muss ich jetzt vorübergehend diesen Ziegel zerlegen. Und die hier hin? Ne, ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Ich werde hier kurz eine Leiter bauen müssen. So. Dass sie das bauen können. Und hier eine Rohrbrücke natürlich ran. Und dann hier der Auslauf ran. Dann wird es einfach da runter gepumpt. Das ist der billigste und einfachste Weg. Strom nehmen wir hier weg. Ich glaube, hier habe ich noch jede Menge. Ja, hier ist nichts drauf. Also Strom hier weg. Aus. Goldamalgam. Ja, passt. So, jetzt hat man mal wieder eine Verbrühungsmeldung, die Ellie. Ja, ich werde die nach und nach auf die Krankenstation schicken. Sobald die Krankenstation leer ist, einfach den nächsten einschicken. So, hier ist bald das Wasser aus, aber es sind ja nur noch 12 Zyklen. Schienen verschüttet. Mein Weltraumscanner ist verschüttet. Ach, es ist der hier schon wieder kaputt gegangen. Warum, Leute, warum? Der überhitzt jedes Mal, wenn er verschüttet wird. Aber warum wird er so oft verschüttet? Ja, genau, jetzt ist hier auch noch ein Sturm. Ja, hier rast gerade ein Riesenteil rein, macht mir hier meine Glasziegel kaputt. Sehe ich gerade, müssen wir sowieso neu bauen. Ich könnte einfach mal schnell Gas geben. Und den hier freigraben. Ich wäre euch zutiefst dankbar. Da kommt er. Damit er nämlich den Befehl geben kann, bitte macht die Luken dicht. Bevor er noch mehr kaputt geht. Okay, Luken sind dicht. Okay, hier hat es natürlich jetzt auch einiges zerschlagen. Logisch, warum auch nicht. Der Rest ist allerdings noch ganz. Okay. Und baut mir den bitte wieder. Möglichst nicht aus dem heißen Stahl, der da rumliegt. Rowan, der läuft ein bisschen gebückt.
Mit 66 läuft er schon gebückt, okay. Also gut. Also, Balsamlilie, wie schaut's aus bei dir? Okay, es ist zu wenig Wasser da, das heißt, ich werde hier noch ein bisschen Wasser abzapfen müssen. Machen wir wieder hier. Einfach noch ein paar Liter abzapfen, die wir da oben reinschütten können. Ein paar Liter ist gut, hier sind erst 470 drin, hier müssen ja 1000 rein. So, die nächste Verbrühung. Wie viele Liter hat er jetzt raus? Er hat erst 40 Liter raus. Er holt jedes Mal nur 10 raus. Also das könnte noch eine Weile dauern. Bis ich genügend habe. Wobei. Okay, das war eine Flasche, wo sehr viel drin war. Gut, der hat jetzt 100 mitgenommen. Dann müssten wir jetzt ja gleich bei 840 liegen. Ellie verbrüht sich wieder. Ja, gut. Ich möchte diesen Spielstand nicht beenden. Ich möchte ihn vor allem nicht beenden müssen. Ich habe noch Hoffnung. So, Bleichstein. Moment, wo habe ich den Bleichstein? Hier, glaube ich, gell? Ja, auch. Hier liegt Bleichstein drin. 2000 Kilo. Ich will ja nur ein bisschen was. So. Dann hast du mal kurz auf 5 runtergestellt, damit die ein paar Kilo hier oben reinpacken. Es muss nicht viel sein. Wir sagen mal 50 Kilo Bleichstein. Das reicht auch schon. Ich weiß nicht, ob es reicht. Werd mal sehen. Ich hoffe, es reicht. Ein Solarmodul ist auch noch verschüttet. Welches? Ach, das hier, verdammt. Und das ist natürlich auch überhitzt. Oh. Ja, und das alles nur, weil wir hier mal wieder die Bunkertüren nicht zugegangen sind. Das System hat kleine Schwächen. Sobald die Minenroboter verschüttet werden oder überhitzen, funktioniert das ganze System nicht mehr. Sonst funktioniert es. So, was machen eigentlich meine Raketen bei der Gelegenheit? Okay, die sind noch eine Weile unterwegs. Apropos. Da ist er immer noch bei der unteren Atmosphäre. Das heißt, ich weiß immer noch nicht, was hier dran ist. Muss ich mir also noch ein, zweimal ein paar Leute hinschicken. Ein paar Leute vor allem. So, meine Nahrung muss ich jetzt weiterhin beobachten. Ist nämlich ein bisschen rückläufig. War gerade ein Überhitzungsschaden. Wahrscheinlich das Solarmodul. So, das reguliert es weg. Jetzt könnt ihr das Solarmodul bitte zerlegen. Das wäre sehr nett von euch. Damit ich das dann neu bauen kann. So, lieber Bernardino. Verbrühen sich alle an derselben Stelle. Gibt es hier vielleicht eine Stange, die 70 Grad heiß ist? Hier ist es ganz kurz etwas wärmer. Aber 35 Grad, Leute. Das ist doch nicht warm. Warum verbrennt ihr euch da ständig? Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Die Lagerbehälter sind schon alle voll. Ich brauche deutlich mehr, um das Ganze reguliert lagern zu können. Wie viel haben sie denn von unten nach oben gebracht? Nicht besonders viel. Hier liegt immer noch alles voll. Ja, hier auch.
Gut, da war natürlich teilweise auch sehr viel drin. 17,1 Tonnen. Fast das komplette Lager war nur mit Regolith voll. Habe ich den Befehl? Ah, den Befehl können wir jetzt hier abbrechen. Ich glaube, da haben wir jetzt genügend Wasser rausgeholt. Hier liegt jetzt auch genügend. Das heißt, dich können wir wieder auf Prio 1 bzw. zerlegen. So, hier ist jetzt genügend drin. Dann lassen wir dich mal raus. So rum. Lieber Bleichstein. Stößt Chlor aus. Ich sehe zwar noch... Ah doch, hier. Hier ist ein bisschen Chlor. Okay, dann lassen wir den mal leer gehen. Mal schauen, wie viel Chlor wir dann hier liegen haben. Ich bin gespannt. Bin gespannt. So, hier oben ist nach wie vor nur einer drin. Polymerpresse hier unten überhitzt. Deswegen ist das an und wieder ausgegangen, weil die natürlich nur ganz kurz läuft. Ich deaktiviere die beiden jetzt mal, denn ich habe wie viel Plastik? Ich habe 54 Tonnen Plastik. Ich glaube, das reicht für eine Weile. So, das hier haben sie gebaut jetzt. Das heißt, ich kann den Ziegel hier wieder setzen. Okay, der Rest, der läuft ja. Ist eigentlich die Brücke hier. Steht gerade noch so. Aber solange sie noch steht, ist in Ordnung. So, wie viel? Das ist nicht besonders viel. Ich meine, es ist nicht viel Sauerstoff. Es sind nur 420 Gramm, 200 Gramm. Kohlendioxid ist sogar teilweise im zweistelligen Bereich, was die Grammzahl angeht. Aber das Chlorgas ist halt hier bei 18 Gramm und bei 55 Gramm. Und hier haben wir wie viel? 48 Gramm. Gut, es dauert eine Weile. Es scheint wohl per Update ein bisschen verlangsamt worden zu sein, denn das Chlorgas ist normalerweise viel, viel schneller entstanden. Ja, irgendwas hier scheint die Leute zu überhitzen. Fragt mich nicht was. Aber die anderen Meldungen sind wenigstens verschwunden. So, und hier ist auch alles wieder zu. Repariert ist hier oben noch gar nichts. Doch, hier haben sie ein bisschen repariert wenigstens, aber die kaputten sind noch nicht gebaut. So, fehlender Ziegeldefekt, ja. Dann sollte ich hier vielleicht mal auf 9 gehen. Und das hier auch bitte auf ein bisschen priorisieren. Denn wenn die Rakete zurückkommt, die Tore zu sind, das wäre mal wieder ein bisschen dämlich. Dann hätten wir nämlich ein paar zerstörte Tore. Und das will ich natürlich auch nicht. So, schon wieder Freizeit für die Tagschicht. Ja, also ich komme so ein bisschen zu dem Schluss, dass der Spielstand Gott sei Dank dann doch nicht kaputt ist. Chlorgas breitet sich so langsam aus. Das heißt, ich werde hier einfach mal die Balsamlinien setzen. Die fangen dann schon von selber an zu arbeiten, zu wachsen. Sobald genügend da ist. Aber dieses Verbrühungsproblem bei der Stelle da oben oder an der Stelle da oben, das weiß ich auch noch nicht, wie ich das in den Griff kriegen soll, wenn ich es überhaupt in den Griff kriegen kann, weil ich nicht weiß, was da schief läuft. Schaut es denn hier aus? Hier hat sich Wasser gebildet. Ach, das lasse ich einfach mal liegen. Schaut es hier aus? Habt ihr das schon gebaut? Na ja, okay, das meiste ist jetzt gebaut, aber Kabel noch nicht. Okay, der macht jetzt ein bisschen was.
Apropos Krankenbette, genau. Krankenbett Nummer 1, Rowan. Oh, sind alle anderen? Alle anderen sind gerade fast in Ordnung. Rowan 56, gut, die anderen sind im 90er, im 80er Bereich. Ja gut, das ist nicht so schlimm. Die können wir dann mal so lassen. So, hier oben wird es natürlich jetzt langsam ein bisschen arg warm. Da kommt mein gekühlter Sauerstoff auch gar nicht gegen an. Das ist wegen dem heißen Regolith. Ich muss das Regolith aufräumen. Das heißt, ich muss hier oben eine Armada an Lagerbehälter bauen. Ich könnte hier eigentlich. Nee, wenn ich hier baue, dann mache ich das zu. Aber hier. Hier könnte ich ein paar bauen. So. Ganz hemdsärmlich. Und hier auch noch ein paar. Und da das. Genau so wollte ich es. So ein bisschen Abwechslung, weiß nach oben, damit es ein bisschen schöner aussieht. Genau. Oder nicht. Hier einfach, dass sie hier das Regolith lagern. Hier, das Wasser wird auch immer weniger hier. Ich meine, das reicht natürlich noch eine ganze Weile. Aber niemals ganz aus den Augen verlieren, so Bernardino Brandenburg oder so. Also die verbrühen sich irgendwo hier. Hier kam jetzt die Meldung. Der ist jetzt hier mit der Meldung. Ist ja schon gerutscht. Das würde ja bedeuten, da die ja sehr, sehr, sehr schnell rutschen, dass sie sich hier oben irgendwo verbrühen. Aber wo? Bin tatsächlich sehr ratlos. Aber ich werde hier mal ein bisschen kühlen. Schmeiß den hier wieder an. Soll der hier wieder ein bisschen die Gegend kühlen? Ja, das ist mir nach wie vor ein Rätsel. Also, falls irgendeiner eine Idee hat, wo das herkommen kann, ich bin euch sehr, sehr dankbar dafür, für den Lösungsvorschlag. Das ist bestimmt der jetzt. Hassan, was trägst du? Magnetit bei 250 Grad. Wo hat er jetzt Magnetit herbekommen noch? Ach so. Das abgebaute Zeug hier. Ne, hier ist gar nichts abgebaut worden. Ich musste hier nichts abbauen. So, die Catalina, die verbrüht sich jetzt hier. Gut, die ist auch wieder gerutscht. Ja, gut. Ich kann mich jetzt entweder dran gewöhnen an die Meldungen und dass sie dann halt immer mal wieder antreten auf der Krankenstation. Oder es hat mir irgendeiner einen Tipp. Ich habe wirklich keine Lösung momentan dafür. Chromo, hi, guten Abend. Alles fit? Alle abweisen, da brauchen wir niemanden. Okay, hier ist also noch nicht genügend Chlor drin. Luftdruck und Körper. Ist den zu kalt? Ach, denen ist zu kalt. Denen ist zu kalt, ja, dann sollten die hier unten mal anfangen zu arbeiten. Denen ist tatsächlich zu kalt mit 30 Grad. Ja, soweit, so gut. Mein Spielstand hier macht mir ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Und zwar nicht wegen meiner eigenen Unzulänglichkeit hier in Uni, sondern weil hier sehr, sehr merkwürdige Dinge passieren, wofür ich einfach keine Erklärung habe, außer dass es eventuell ein Bug sein könnte. Ich aber noch keine Lösung dafür gefunden habe. Er ist jetzt nicht dramatisch, aber er ist ziemlich nervig. Meine Leute verbrühen sich immer an der Stelle, wo es nicht heiß ist. Und es kommt ständig eine Verbrühungsmeldung. Ich meine, das ist nur wenig hier schon wieder, das zum Beispiel. Schau mal, es ist bestimmt wieder hier oben. Genau, das ist immer an der Stelle hier. Irgendwo hier in diesem Bereich verbrühen sie sich. Aber hier ist es überhaupt nicht heiß genug. Die heißeste Stelle ist hier unten mit 35 Grad. Also, ich tippe auf Bug, aber ich.
Es ist halt einfach nur nervig, weil diese Meldung ständig so aufpoppt und so einen schrillen Ton von sich gibt. Ich will aber diesen Spielstand nicht aufgeben. Denn ich war noch nie so weit. Das wäre sehr, sehr bitter, wenn ich das machen würde oder müsste. So, wie lasse ich jetzt das Kohlendioxid hier eigentlich raus? Denn das Klogas ist meines Wissens nach leichter als das Kohlendioxid. Dass die Balsamlilien, die werden eigentlich im Kohlendioxid liegen, sobald hier der Bleistein verbraucht ist. Heiße Rohre in der Nähe, nee. So der nächste. Hier sind isolierte Rohre mit kaltem Petroleum. Hier ist relativ kalter Wasserstoff. Ich meine, man sieht es am Temperatur-Overlay. Ich meine, wenn man rauf geht auf die... Gut, die Linse ist jetzt eine Ausnahme. Die trägt ausnahmsweise mal was Heißes. Aber das ist eine Ausnahme. Normalerweise tragen die hier gar nichts. Also das ist meine Verbrühungsmeldung, die gerechtfertigt war. Aber ansonsten... Der verbrüht sich jetzt mal nicht. Ah, Bubbles verbrüht sich jetzt hier oben. Ja, okay, sie trägt auch ausnahmsweise mal was Heißes. Also so jede zweite Verbrühungsmeldung scheint in Ordnung zu sein, aber jede zweite eben nicht. Und man kann... Also ich weiß nicht, wo ich sie ausstellen kann, weil die ist ultra nervig. Und hier ist schon wieder das Ding zugeschüttet worden, weil dieser verdammte Bohrer hier noch nicht gebaut ist. Jetzt ist er gebaut. Okay. So. Dann ist das Problem hier oben mal behoben. Meine Balsamlilie unten, da sollte ich mir jetzt noch Gedanken machen, wie ich das Kohlendioxid rauskrieg. Am besten ja. Mein Kohlendioxid ist am schwersten. Ich könnte natürlich auch kurzfristig eine Pumpe einbauen, die mir ein Vakuum pumpt und erst dann den Bleistein rausschicken. Ich glaube, so mache ich das. Das ist der sicherste Weg. Aber da reicht auch eine Mini-Gaspumpe. Wird einfach hier platziert. Dann jagt das hier raus. Dann brauchen wir noch Strom für dich. Hier haben wir noch. Das muss jetzt auch ausnahmsweise mal nicht hübsch aussehen. Krieg ich irgendwo anders noch Strom her? Nö, eigentlich nur da. Und dann müssten sie hier rauslaufen oder ich mal baue ein paar Leitern. Aber ich habe eigentlich kein... Doch, hier habe ich Platz für Leitern. Ja, komm. Leg das darüber. Kommt ihr da hin? Ich glaube, ihr müsstet dann so überall hinkommen. Das sollte funktionieren. Macht mir das mal fertig. Und zwar bitte schnell. Ich möchte meine Balsamlinien haben. Gut, heiß genug ist es denen sowieso nicht. Das ist das nächste, aber sobald hier mal die Kraftwerke laufen, sollte es theoretisch da oben heiß genug werden. Ein Problem nach dem anderen. Jetzt wird erstmal geschlafen. So, meine Wasserstoffschlote laufen in 9 oder 10 Zyklen. Schaut es mit der Kohle aus, 1500 Kilogramm nur. Auch nicht so besonders prall. Ich habe noch Holz. Ja, Holz habe ich noch genügend momentan. Auch mein Ethanolvorrat, der steigt wieder, weil die Gott sei Dank nicht mehr arbeiten müssen. Ja, neuer Zyklus. Bei so fortgeschrittenem Spiel bleibt es ja immer schön hängen. So, kommt ihr da jetzt überall hin?
Hier ist es mehr. Nee, unerreichbare Baustelle. Das ist richtig. Nee, Moment, von hier kommen sie dahin, dann werden sie wohl von hier auch hier hinkommen. Es ist eine unerreichbare Baustelle, aber zum Ziegel wegmachen reicht's, oder wie? Ist euer Ernst? Okay, das war auch mal wieder gerechtfertigt. Aber das ist doch nicht euer Ernst hier. Kommen hier tatsächlich nicht hin, aber zum Weggraben hat es auch gereicht. Ach komm, dann reißen wir den hier vorübergehend ab. Läuft hier eh noch nicht. Können wir ja schnell neu bauen. So, okay, einmal abgerissen, sehr schön. Dann machen wir hier eine Leiter hin, damit ihr das auch schnell fertig bauen könnt. Vor allem auch sollt. Okay, hier oben kommt ihr auch nicht hin. Jetzt aber. So, bitte, zack, zack, Leute. Heute noch fertig werden, bitte. Jetzt ist schon sehr viel Chlorgas da. Das muss ich leider alles wieder abpumpen. Ich will nämlich das Kohlendioxid raus haben. Oder zumindest, wenn das Kohlendioxid raus ist, dann kann ich die Pumpe eigentlich wieder abbauen. Ich soll die Kabel bauen, Leute. Die Ziegel wären nicht so wichtig gewesen. Auf jetzt Attacke kommt. Linse, du bist ein bisschen beschädigt. Du schaust hier mal bitte vorbei. Und der Rowan scheinbar auch. Und die Nicola verbrüht sich wieder an was? Ein Goldamalgan. Wo kriegen die jetzt bitte schön das Goldamalgan her? Liegt doch gar nichts mehr rum. Doch hier oben. Natürlich, ach, die holen das jetzt von ganz von oben runter. Von hier. Okay. Ja gut. Dann ist das halt so. Jetzt bitte hier mal. Ich habe das auf Prio 9 und die machen es einfach nicht. Das ist schon ein bisschen... nervig. So, hier kann ich eigentlich auch das Wasser mal ablassen. So bei Gelegenheit, wenn ich eh schon mal hier bin. Ich habe hier jetzt genügend ausgegraben, dass das Wasser eventuell bis nach unten ablaufen könnte. Eventuell. Lass mich mal überraschen. Ich vermute, es reicht nicht ganz. Hier ist wahrscheinlich zu viel Wasser drin. Das passt hier nicht alles rein. Aber zumindest ein guter Teil. Könnte hier natürlich auch noch ein bisschen ausgraben. Immer dieser Zykluswechsel, der so lange dauert. So, hier bitte. Und hier, nee, das geht nicht mehr, glaube ich. Abbruch. Hallo. Danke. So, okay. Warum hat die jetzt keinen Strom? Weil ich ein ziemlicher Intelligenzbolzen bin und den Transformator verkehrt drum gebaut habe. Gibt es keine Pflanze, die Kälte produziert? Doch, die gibt es. Wobei relativ. Es gibt einen Keuchwurz, der atmet tatsächlich kalte Luft aus, nur der passt sich peu à peu der Umgebungstemperatur an. Das bedeutet, je wärmer die Umgebungstemperatur ist, umso weniger stark kühlt er, beziehungsweise er kühlt immer im Verhältnis zur Umgebungstemperatur. Aber brauche ich ja eigentlich hier gar nicht. Es ist theoretisch nicht zu heiß. Es ist nicht zu heiß, sodass die Leute sich verbrühen. Deine Hitzequelle. Ja, aber ich habe ja keine Hitzequelle.
Also dort, wo sie sich verbrühen, hier oben, ich meine, es war jetzt die letzten 3 Mal war gerechtfertigt, aber hier ist es ja, es ist nicht so heiß, wie du siehst. Wir haben 25 Grad, 30 Grad, 35 Grad, 20 Grad, hier oben sind es sogar nur 15 Grad und hier in diesem Bereich kommt ständig die Meldung, sie würden sich verbrühen und sie verbrühen sich eigentlich bei 71,9 Grad. Das ist so festgelegt, der Dab verbrüht sich bei 71,9 Grad. So, Camille. Und Hassan, okay, die verbrühen sich jetzt, weil sie wieder heißes Zeug tragen. Ja, das war klar. So, der hat es jetzt hier fallen lassen. Aber ich muss, glaube ich, einfach damit leben. So, und jetzt bitte hier die Starkstromleitung noch bauen. Und meinen Fehler beheben. Und das hier kann man alles wieder zerlegen. Hier auch und das auch und dann können wir hier jetzt wieder das Kraftwerk hinsetzen. So, jetzt ist immer noch kein Strom. Warum nicht? Weil ich hier das Stromkabel jetzt zerlegt habe, ich Idiot. Weil ich mal wieder nichts separiert habe beim Zerlegen, sondern einfach alles zerlegt habe. Hat niemand gesehen. So, wie schaut es im Klo aus? Hier ist sehr viel Klo, aber ich muss das, ja, ich muss das Kohlendioxid rauskriegen. So, okay, Pumpe läuft. Sobald das Kohlendioxid raus ist, wird die Pumpe wieder abgestellt. Hier noch zwei. Da habe ich nur noch sehr wenig, nur noch 9,4 Gramm. Aber ich will alles raus haben. Ja, hier drüben sind auch noch ein bisschen. So, es ist alles Kohlendioxid raus, ja. Dann kann ich die Pumpe eigentlich sofort wieder zerlegen. Was ist das hier? Verschmutzter Sauerstoff, okay. Das ist egal, der wird ja vom Chlor. Hallo, könnt ihr diese Pumpe bitte schnellstmöglich zerlegen? Moment, ich muss mich anders behelfen. So. Aber nur das Rohr zerschneiden, dann geht nichts mehr raus. So, denn mein schöner produziertes Chlor muss natürlich. Okay, es ist. Okay, ist alles schon wieder raus. Alles schon wieder raus. Also müssen wir ein neues verbrauchbares Erz reinhauen. Neuen Bleichstein. So, gut, den Rest können wir hier auch wieder zerlegen. Auch kein Mensch mehr. Auch den Strom hier kann ich wieder zerlegen. Hier kommen sie nicht hin, deswegen lasse ich es liegen. So, Bleichstein ist da, dann bitte wieder raus aus dem Lager. Ich glaube, die haben den abgeholt und haben ihn aufgeräumt. Das sollen sie ja nicht. Prio 1, bitte. Problem ist nur, dadurch, dass ich das auf Prio 1 gesetzt habe, holen die natürlich anderen Bleistein auch nicht ab, der eventuell kommt. Aber das ist mir jetzt egal. So, Einstellung übertragen. Gut, dann entsteht hier jetzt Chlorgas. Dann kann meine Balsamlilie. Jetzt war doch da tatsächlich einer meiner Dubs drin und hat einfahren lassen. Denn sonst wäre hier jetzt kein Erdgas. Es war nämlich momentan kein Erdgas drin. Ich meine, das ist nicht besonders viel. Das sind nur ein paar Gramm. Aber jetzt habe ich den Beweis, dass hier gerade einer war und einen fahren hat lassen. Mit diesem besonderen Ereignis werde ich diese Folge beenden. Macht euch mal Gedanken drüber. Nicht einfach in einem Pflanzenreservoir einfahren lassen. Das macht man nicht. Es schadet den Pflanzen. Also. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.